Hallo Herr Carsten zu Klappen, vielen Dank für Ihr Kommentar. Ich werde das mal hier zeigen am PC, damit man das ein bisschen besser versteht, denn über Ihr Smartphone ist das nicht möglich, beziehungsweise habe ich keine Funktion da gefunden, vielleicht wenn man Premium-Nutzer ist, aber wir gehen jetzt davon aus, Sie sind kein Premium-Nutzer und von daher machen wir das mal. Also zuallererst sollten Sie sich anmelden über Ihrem Laptop, PC, MacBook oder Linux Disposition. Und dann ist es ganz wichtig, dass wenn Sie hier angelangt sind in diesem Interface, wie Sie jetzt hier sehen können, dass Sie da unten drunter einfach, also mit der Maus scrollen Sie nach unten und auf Einstellungen klicken und dann landen Sie im zweiten Interface, und zwar das Einstellungsinterface. So, und dann gibt es natürlich einmal auf der linken Seite, wie wir hier jetzt schön eingekreist, einmal gelb eingekreist, E-Mail, also E-Mail, Pop-up, Navigations. Dann habe ich hier einmal für Sie grün eingekreist, Ordner, dann orange eingekreist, Sicherheit und letztendlich Startseite. Okay, wir haben jetzt sozusagen mehrere Fenster und eine Navigationseinstellungsmöglichkeiten oder Ansichten. Und was wichtig ist, was wir brauchen, ist einfach eine ganz einfache Sache. Das ist einmal Spenden-Virenschutz. Und da klicken Sie bitte drauf und schauen Sie sich an, ob Sie diesen aktiviert haben. Dann können Sie zusätzlich aktivieren diesen Dreiwege-Spam-Schutz. Und dann war es auch schon. Die meisten E-Mails werden jetzt blockiert. Es sei denn, Sie sagen, Sie möchten gewisse E-Mails blockieren, dann müssen Sie eine weitere Option vornehmen. Und zwar müssen wir jetzt einfach erstmals auf Spam-Erkennung klicken und dann müssen wir erstmal das aktivieren. Das heißt, wir willigen ein, um den Spam ein bisschen zu verbessern. Und einmal die nicht erwünschte E-Mails und einmal die Spam-Erkennung für erwünschte E-Mails aktivieren. Das machen wir jetzt auf Speichern, wir haben das jetzt geklickt und damit verbessern wir schon einiges an der Spam-Funktion. So. Dann haben wir noch zusätzlich diesen Button Sperrliste und den brauchen wir jetzt letztendlich, den Sie auch gefragt haben, und da klicken wir jetzt drauf und da geben Sie halt dementsprechend die Domain an, also die E-Mail-Adresse, so wie hier jetzt als Beispiel von der web.de-Firma schon reingeschrieben wurde. Und wenn Sie jetzt die Domain eingeben, wird komplett, also alles, was die Firma, also was die Domain betrifft, zum Beispiel mustermann.de, alle E-Mails werden blockiert. Wenn Sie von Mustermann zum Beispiel jetzt nur rein Namen eingeben, Max Mustermann und web.de, dann wird auch diesejenige Sache blockiert, beziehungsweise in den Spam-Ordner reingetan. Nun gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte überhaupt nicht, dass es in Spam ist, ich möchte sofort, dass es gelöscht wird. Diese Möglichkeit haben wir in der Ordnerfunktion, und zwar wenn wir jetzt auf Filterregeln anklicken, da haben wir die Möglichkeit zu sagen, eine Filterregel also erstellen, also eigene Filterregeln erstellen wir dann, also wir klicken da drauf und dann haben wir die Möglichkeit, dem Filter zu sagen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird, der Absender oder der Empfänger oder die Person, je nachdem, das enthalten tut, vom Kontakte können wir ja auch was hinzufügen, dann soll folgende Aktion durchgeführt werden und lösche sofort und keine weiteren Filterregeln auf diese E-Mail anwenden. Also nur dann diese Regeln und Filter einrichten, und das war es dann auch schon. Somit ist das alles, was Sie jetzt machen können bei E-Mails, die entweder Spam sind oder unerwünschte E-Mails, die Sie wirklich gar nicht haben können, also komplett raushauen aus dem System. Ich hoffe, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie es wieder in die Kommentare rein und viel Spaß mit dem Abspann.